Schätzung? 4,5. 4.500 Leute? Ja. Das ist ein Haufen für so einen Renndog. Ja, das ist schon toll. Ja. Fürs Wetter, es war nicht hundertprozentig, war halt ein Pech, dass immer da drei, ich hat es ein bisschen knüsselt. Ja, aber sonst. War nicht so optimal, aber ja. Die, wo da waren, so kann es weitergehen, oder? Ein Haufen neue Leute für drin waren und das ist wichtig. Ihr habt jetzt so vier Rennen, oder? Vier Größe die nächste Zeit. Ja. Und da gehen wir drum hin, da gibt es einmal Freibier, da gibt es einmal was. Ja, Freibier ist nur schlecht. Ja. Da gehen wir wegen drum hin, dass sich wieder was rührt. Gut. Im Herbst. Ja? Ja, aber das sind auch Männer geworden. Das zweite Glück, Männer waren das Glück. Männer sind aufgeschlagen. An der Spitze. Danke. 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 Haben wir auch gewettet? Ja? Nein. Nicht gewettet. Eigentlich bloß gearbeitet den ganzen Tag. Nur gearbeitet. Nur gearbeitet. Kundschaft befriedet, einen schönen Tag gemacht. Ja, Haufen Kinder gesehen. Haufen Kinder gesehen. Haufen Kinder glücklich geschminkte gemacht. Kinder. Geschminkte Kinder. Auch noch. Ja. Aber Schmetterlinge und alles. So, das schaut gut aus. Und das Rennen ist gestartet. Noch 30 Sekunden. An der Spitze, also alle Kinder, die auf Jimmy gewettet haben, können sich jetzt schon mal auf einen der Hauptpreise freuen und natürlich alle die, die die 2, die 3 oder die 7 angekreuzt haben beim Gewinnspiel, denn auch die haben mit Jimmy das Freilos gezogen und haben... Haben Sie aber gezeigt 100 Leute? Ja, das ist schon gegangen, war das nicht. Du wirst ja gesagt, 4.500 Leute waren da. Lohnt sich das wieder mit der Rennbahn herum? Geht es wieder aufwärts? Jetzt sind noch vier große Renntage, oder? Heuer? Wir haben ja, mit Freibier und allen Schikanen, oder? Ja, alles was dazu gehört. Ich will kurz unterbrechen, dann ja. Tue ich das nur, um Applaus zu bitten für die Sieger aus dem dritten Rennen auf der Siegerparade. Sommer.